Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Ja, wir sind ja jetzt in der letzten Folge hier zum Krankenhaus, wo die Fedra stationiert ist, wieder zurückgegangen. Uns haben sie natürlich direkt festgenommen, weil, ne, ich werde gesucht. Isaac hat's rausgekriegt, wer hätte das kommen sehen. Hier liegt noch irgendwas. Ah, der ist voll. Und ja, jetzt hat mich Nora dann befreit und hat mich dann jetzt hier runtergebracht. Ich soll ja da noch das medizinische Werkzeug für die Armamputation besorgen. Und naja, jetzt stehen wir hier vor der Notaufnahme. Und ja, haben da ein kleineres Problem. Und zwar, hier ist richtig Action. Wer hätte das kommen sehen, ne? Naja, schauen wir mal. Wir werden jetzt mal hier vorsichtig reinwalken. Was mit deinem Arm, Baby? Oh ja, okay. Quarantänezone hier, übelst. Sporen, bis die Schwarte kracht. Und ich wette mit dir... Oh, nö. Caution. Contained Terminal... What? Was? Okay, na. Alles klar. Irgendwie bin ich wieder leicht angespannt. Boah, bitte bleib da liegen, ey. So, Nora hatte uns noch einen Tipp gegeben, wenn wir hier nichts finden, sollen wir in den Krankenwagen gucken, ne? Oder wie war das? Notaufnahme. Auf jeden Fall ein Ort, wo man sich ganz alleine drin bewegen möchte. Safe. Boah, Alter, man kann die Anspannung förmlich spüren. Ja, genau. Genau der richtige Zeitpunkt, dass jetzt meine Taschenlampe hier anfängt zu flackern. Bitte lass da kein Monster drin sein, ey. Vor den Dingern habe ich jetzt mittlerweile auch Schiss. Wenn ich ehrlich bin. Also hier liegt überall Munition rum, ne? Das ist schon mal ganz schlecht. Komm schon, gib mir irgendwas. Ah. Nada. Hier muss doch irgendwas sein. Ja, bestimmt irgendwelche Monster. Das wird hier sein. Okay, komm mal, was können wir wieder herstellen? Nichts. Ich habe gar keine Nahkampfwaffe, sehe ich gerade. Auch ganz schlecht. Dinge, die mir nicht gefallen. So, okay, Moment. Hier ist eine Tür. Ich will aber trotzdem erstmal da hinten schauen. Okay. Oh, Brand. Oh, diese Brand. Das, oh, Moment. Brandgedöns. Brandgedöns, Brandgedöns. Nehme ich Brandgedöns. Moment. Wir brauchen. Oh ja. Ich brauche auf jeden Fall Brandgedöns. Krankenwagenzufahrt. Oh, Krankenwagen. Die hat doch irgendwas von Krankenwagen gesagt. Das ist ein Krankenwagen, oder? Das sieht mir nach einem Krankenwagen aus. Ich will aber trotzdem hier vorne erst gucken. Boah, diese Anspannung gerade, ne? Die ist echt... Die läuft auf jeden Fall. Okay, könnte da was drin sein?
Ist das ein Krankenwagen? Ne, das ist ein OP, ne? Okay. Eins nach dem anderen hier. Was steht da? Traumazentrum. Ah, okay, da müssen wir auch noch hin. Leider. Alter Schwede, wie viele Wege gibt es denn hier schon wieder? Ach du Scheiße. Okay, dann muss ich doch hier irgendwie vorne anfangen. Das ist mir dann noch ein bisschen tricky. Okay, Moment, hier ist noch was. Das ist auch ein OP. Komm, gib mir irgendwas. Das wäre ja auch zu einfach, ne? Wenn das direkt hier am Anfang, wenn hier irgendwo was liegen würde. Leider, nein, leider gar nicht. Und lass mich raten. Ich mache jetzt den Krankenwagen hier auf und mir springt so ein Vieh ins Gesicht. Du brauchst Strom. Na toll. Wo kriegen wir denn jetzt Strom her? Ist ja nicht so, als würde ich nicht schon genug brauchen. Liegt hier irgendwo noch eine Flasche rum oder so? Komm, wir machen mal ein bisschen... A little bit Krawall. Da liegt wieder ein Zettel. Ah, Strom, leider. Nein, leider gar nicht. Halt doch, hier ist noch was. Und dann nehmen wir uns mal den Zettel hier vor. Was steht denn hier? Sehr geehrte Damen und Herren, Sie können uns nicht so behandeln. Ich verstehe ja, dass sehr viele Menschen krank sind, aber hierher abgeschoben und von meiner Frau getrennt zu werden, ist inakzeptabel. Ich warte hier schon über 3 Stunden, ohne irgendwelche Informationen zu bekommen. Der Arzt hat meine Bisswunde mit Salbe eingerieben und ist dann verschwunden. Es tut weh und es scheint schlimmer zu werden. Bitte geben Sie diese Nachricht sofort an Ihre Vorgesetzten weiter. Hochachtungsvoll, Don Carter. Ich bin hungrig aufgewacht, aber ich kann nichts bei mir behalten. Nicht mal Wasser. Ich habe höllische Kopfschmerzen. Die Schreie draußen machen es noch schlimmer. Warum wurde ich hier eingeschlossen? Irgendjemand muss kommen. Ich will Sascha sehen. Ich will zu meiner Frau. Sascha, Hilfe. Kann nicht klar denken. Kann kaum schreiben. Kann nicht schlafen. Hunger. Lasst mich raus. Hunger. Meine Augen. Sascha. Wo bin ich nur reingeraten? Also da ist mit Sascha... ja, der Zug ist abgefahren, würde ich sagen. Ganz schlecht. Okay. Ja, da wir jetzt da vorne nicht reinkommen. Operationssaal. Gut. Chirurgie. Tipp. Wie komme ich da rein? Wahrscheinlich durch die Tür hier. Och nö. Alles klar. Will ich da jetzt rein oder will ich jetzt in das Traumazentrum? Oh fuck. Scheiße, was ist das? Was ist das wohl? Ein Knusperbär. Gut, dann also zum Operationssaal. Wie gut, dass ich... oh, dann nehme ich doch den OP-Saal. Ja, alles klar. Läuft auf jeden Fall. Passt. Scheiße, nein. Bis hierhin lief das ja echt ruhig und anspannend und sehr spannend und... Ach du Scheiße, wie viel sind das hier schon wieder, ey? Vorräte. Toll. Warum sind die da drin? Aufwachraum. Na, der ist aufgewacht. Leider nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Ah! Du
Mann! Ich will einen Schock fürs Leben bekommen, ey. Ahnst du nichts Böses und dann steht der auf einmal vor dir. Vor allen Dingen die, ne, die kriegt man ja hier mit dem Silberblick hier nicht durch. Was steht da? Aufwachraum. Hört doch mal auf, alle aufzuwachen, ey. Das ist doch nicht normal. Oh, bitte, lass mich hier doch den Krempel hier einfach in dem Raum finden und dann, ja, dann bin ich dann auch schon wieder durch die Tür. So, ich will euch ja gar nichts Böses, so, ich will einfach nur meinen Krempel und gehen. Dr. Kaila Higashi, Steven, ich kann nicht mehr. Ich weiß, dass ich nur die Tests machen und die Daten protokollieren soll, aber ich komme mit so viel Schmerz nicht klar. Ich habe einige von den Soldaten ins Traumazentrum begleitet. Ich hätte da gar nicht reingehen dürfen. Ich habe gesehen, in was sich die Patienten verwandeln. Jeder Erwachsene und jedes Kind, das mit einem Biss oder einem Kratzer hier ankommt, wird seinen Verstand verlieren und wir lügen sie weiterhin an. Ich habe darum gebeten, nach Hause zu dürfen, aber mir wurde gesagt, ich müsse weitermachen. Irgendein Blödsinn über nationale Sicherheit. Sie haben mir angeboten, ein paar Stunden in einem der Büros zu schlafen. Steven, du musst mich hier rausholen. Ich kriege noch einen Nervenzusammenbruch. Fuck. Es klingt, als ob sie immer noch hier rumkriechen. Wahrscheinlich, ne? Hört sich zumindest so danach an. Lass mich raten, für die Tür brauche ich Strom. Das Ding ist ja jetzt, ne? Wie machen wir das denn jetzt hier am besten? Also ich meine, die scheinen ja da safe drin zu sein, hoffentlich. Geh weg von der Tür. Ich will da rein. Hallo. Du brauchst auch Strom. Ach komm, es muss hier irgendwo ein Generator sein. Ja, geil, pass auf, ich mach den Generator an und alle Türen öffnen sich oder was? Da freue ich mich aber richtig. Und noch einer. Tipp. Komm ich da hoch? Ja. Ah, da. Okay, das habe ich nicht gesehen. Da verlaufen auf jeden Fall die Kabel lang. Ich will dann nicht... ich will den Strom da nicht anmachen. Mir fehlt jetzt eine Hilfe. Oder Manny. Ich will kein... Manny wäre großartig. Ich will keinen Strom. Scheiß auf Strom. Können wir nicht, gibt es, ich hab doch, find doch immer wieder so eine Axt. Können wir nicht einfach die Axt nehmen und der Alten da den Arm abhacken? Fertig? Bei World War Z war das auch so. Da hat, wurde die gebissen, die Alte. Und Brad Pitt hat einfach zack zur Axt gegriffen und hat ihr den Arm abgehackt und alles war gut. Das wäre die einfachste und schnellste Methode, wie es funktioniert. Das tut zwar ein bisschen weh für sie, aber ist doch egal. Halt auf, da rum zu knuspern. Na toll, ich habe den Stromgenerator gefunden. Ah, und ich habe eine Werkbank gefunden. Da gehen wir zuerst hin. Guten Tag. Okay. Was nehmen wir denn zuerst? Nachladegeschwindigkeit, die ist ausgebessert. Das ist okay. Stabile Nachladegeschwindigkeit. Feuerstoß, Stabilität, Kapazität. Ich habe keine Ahnung, was ich am besten mache, ey, ne?
Schaden ist am Start. Hier. Ja, was will ich mit Kapazität? Obwohl Kapazität eigentlich gar nicht so schlecht ist, ne? Und das hier. Nachladegeschwindigkeit bei der Armbrust. Ja, ich habe zu wenig Pfeile. Das bringt's mir nicht, bringt mich nicht weiter. Aber 3 Magazinkapazität ist auch voll. Naja, super. 3 Schuss mehr oder weniger. Wir machen einmal das. Okay. Die ist fertig. Feuerrate. Stabilität. Haben wir fertig. Was können wir denn bei der hier noch machen? 4 Magazinkapazität. Oder tausche den Hammerfeder aus, um die Feuerrate zu erhöhen. Sind das dann nur 4 Schuss oder kann ich 4 Magazine mehr mitnehmen? Wisst ihr was? Ich probiere das einfach aus. Sehen wir dann. Wahrscheinlich nur 4 Schuss, ne? Ja, 4 Schuss, na toll. Soll ich gerade Knüller, ne? So ein Kack. Oh, was haben wir hier noch? Muss man was damit machen? Habe ich jetzt mehr. Wie viel habe ich jetzt hier eingesammelt? 25, na toll. Stabilität, dies, das, nein, nein. Und auch hier nein. Okay, dann hat es erledigt. Danke dafür. Ein Knopf. Ich will den nicht drücken. Ich will den einfach nicht drücken, ne? Ist hier noch irgendwas? Oh, hier ist noch was. Wie viel waren das jetzt? Das muss ich nochmal gucken, ne? Scheiße. 34. Na toll, immer noch nicht mehr. So ein Kack. Und ich will diesen Knopf da nicht drücken. So gut. Oder an der Schnur ziehen, wie auch immer. Hey, Strom! Ist ja fast gar nicht laut, ne? Katsching. Ja. Ja, sagt sie. Gehen denn jetzt die Türen von alleine auf? Ich will es ja nicht hoffen. Ich will es echt nicht hoffen. Nicht, dass ich jetzt da reinlatsche und alle Türen stehen offen. Kann ich hier wieder durchgehen? Nein, leider nicht. Natürlich. Ich werde, ach, warum auch? Wow, funktioniert ja richtig gut. Ach nee. Das ist doch nicht dein Ernst. Warum kommen die da von alleine raus? Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich kann mir nicht helfen. Komm, bleib drin. Oh, toll. Oh ja, Mann. Aha.
Ja, schon wieder gar nicht funktioniert hat, ne? Direkt eigentlich. Hör mal auf, da rumzuzappeln, Mensch! Voll zappel Philipp, ey. Das sollte die Sache erleichtern. Wo sind die scheiß medizinischen Vorräte? Okay, wenigstens sind die Türen auf, das ist doch schon mal was. Was kann ich hier? Achso. Du bleibst da liegen, ja? Dankeschön. Okay, bis hierhin sind wir ja schon mal gekommen. Hätte ich hier nicht... Moment, war ich hier nicht eben drin? Doch, hier war ich ja schon drin. Das ist der Raum, alles klar. Wieso sind die... Wie kommen die denn da raus, und dass die Tür wieder zu sind? Naja, gut. Dann machen wir hier mal auf. Hier ist irgendwie gar nichts, toll. Doch, Tabletten und sowas, das ist gut. Das ist voll. Was haben wir hier? Habe ich irgendwas zum Werfen? Nee, ne? Oh, das auch noch, oder was? Jetzt muss ich da drauf schießen. Ich will da nicht drauf schießen. Mal sehen, was hier ist. Alles leer! Verdammter Mist! Was ist das für eine Scheiße? Lass ein Krankenwagen im Parkhaus sein. Okay. Oh ne, ein Parkhaus hört sich ja gar nicht gut an. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Wir stellen nochmal Messer her. Eine Nahkampfwaffe habe ich ja leider nicht. Kann ich hier. Ah ja, genau. Tableman nochmal mitnehmen. Dankeschön. Und ich will da dran. Was sind da drin? Tabletten sind da drin. War super. Sehr schön. Danke. Ich kann wieder was herstellen. Und zwar Granaten. Naja, das machen wir erstmal nicht. So, wie viel von den Tabletten habe ich jetzt hier? 34. Bringt mich nicht weiter. Scheiße. Doch, hier wird es mich weiterbringen. Verbesserte Rohrbomben. Ist jetzt nicht ganz schlecht, ne? Na ja, komm, hau mal rein hier. Machen wir mal. Einen größeren Radius bei den... Bei den hier Dings, bei den Rohrbomben. Das, ja doch, das würde ich nehmen. Wo ich nicht rausgehe, ist... Genau, da, weil da war der dicke Knusperbär. Oder ist er auch hier drin? Hier ist nichts! Mann! Hört auf damit! Meine Fresse, ey! Jedes Mal kriege ich einen Schock fürs Leben, ey! Irgendwann sterbe ich noch, ey. Also wenn ich irgendwann mal hier, ne, wenn ihr ein Gerumpels hört und ich dann hier die Aufnahme immer machen wollte, ne, dann lade ich das Video ja nicht hoch. Also wenn auf einmal kein Video mehr kommt hier und ich, ne, bin hier mitten im Game oder so, dann war es das für mich. So, wie komme ich denn jetzt zum Parkhaus? Och nö, ich muss jetzt doch nicht etwa wieder da hinten rein, oder? Das ist der gleiche Raum, ne? Ja. Och nö, das heißt, ich muss da hinten zurück. Och, da ist der Knusperbär, da will ich nicht hin. Okay.
Okay, Moment. Dann, Scheiße. Dann würde ich... Ja, doch, die Waffe bevorzugen. Turnt er jetzt hier irgendwo rum? Warte mal, wo bin ich hergekommen? Hier war es ruhig, ne? Ne, hier war es nicht. Oh. Die Tür ist ziemlich kaputt. Das heißt. Gott. Wie, muss ich da rein? Das sieht ja eklig aus. Ne, da muss ich nicht rein. Sehr gut. Zum Glück, ich wollte schon sagen, das wäre eklig gewesen. Moment, diese Blutspur, die war aber eben ja noch nicht, oder? Alter, wo ist denn der hin? Okay. Also der Kollege, der scheint ja... auf Abwägen zu sein. Das ist die Tür, die ich eben nicht aufbekommen habe. Und die sieht ziemlich demolished aus. Demolition Man. Und hier ist wieder Musik, ne? Oh, Freunde, ich will da nicht lang. Ich will da nicht lang. Das ist so hart bitter, ne? Da jetzt lang gehen zu müssen. Das ist echt. Scheiße, wer war das? Wer war das? Der Knusperbär, den du eben auf der anderen Seite der Tür gehört hast. Guck ich das mal an. Als wäre der, keine Ahnung, halb durch die Tür gelatscht. Wofür habe ich hier Strom gemacht, wenn hier eh alles stockfinster ist? Ach, das ist das Parkhaus. Keine Panik. Hol das Panik Zeug ist da. Nichts wie raus hier. Keine Panik, Panik ist da. Lass mich raten, der Krankenwagen steht in der hintersten Ecke irgendwo, ne? Ah, da blinkt irgendwas. Das würde ich mir vielleicht mal genehmigen. Oder auch nicht. Okay, die Blutspur geht da lang. Alter, guck dir das mal an. Gehört die Tür nicht da rein? Ah ja, moin, ey. Wenn der dir wieder so einen Gong gibt, dann ist aber auch schon wieder vorbei, ne? Das war es dann auch schon wieder ganz komplett. Wo steht denn hier so ein scheiß Krankenwagen? Die hat doch irgendwas vom Krankenwagen erzählt. Boah, mein Herz, ne? Ich bin zu alt für so einen Scheiß. Ah ja. Guck mal, ein Krankenwagen. Wie kommt der denn dahin? Ich weiß ja nicht, ob ich da jetzt hin will, ne? Voll der Lärm. Nein. Wer hätte das kommen sehen? Ja, mach auf. Gott verdammt.
Ja. Komm. Oh, ah. Gott sei Dank. Das. Gleich gibt's was zu feiern. Sagt sie. Hier wird gar nichts gefallen. What the fuck? Was ist das? Raus da! Raus da! Raus da! Alter, was ist das denn? Ich muss los. Mach auf die Scheiße! Mach auf die Scheiße! Oh! Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf! Und los! Und los! Wo lang? Wo lang? Ah, der hier durch! Geh! Oh, aua! Hallo, Entschuldigung, ich hab einen Termin. Schneller, 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 schneller. Oh. Und du? Hallo. Okay. Ja. Wo muss ich denn da hin? Ja, guten Tag. Da jetzt nicht lang, also nicht da lang. Mach auf! Mach auf! Aua! Okay. Ich glaube, der ist jetzt böse, oder? Scheint böse zu sein. Okay. Was muss ich denn jetzt mit dem machen? Muss ich ihn abfackeln oder muss ich da weglaufen? Weglaufen hört sich gut an. Wo lang? Oh, hier ist eine Sackgasse. Ach nö, muss ich ja nicht. Ja. Oh, hallo! Burning Mother. Ah, wird der heiß? Aua! Was ist los? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich hab keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ich lauf mal hier durch. Und stehe hier irgendwie, ja moin. Lass mich raten, ich muss den abfackeln, oder? Oh. Oh Mann, wie geht denn das? Der Flammenwerfer ist besorgt gegen Infizierte. Ja, so habe ich gemerkt. Oh, Entschuldigung. Scheiße, ich wollte direkt einen Flammenwerfer einsetzen. Den hatte ich ganz in der Hand. Hier, moin. Ach komm, ey, das kann ja jetzt nicht stundenlang dauern, ey. Nimm mal den Flammenwerfer. Also effektiv ist aber was anderes, würde ich mal behaupten hier. Oh, Tank ist. Oh, ich hab gedacht, das wäre schon. Wär zu schön gewesen. Aua. Böse.
Also effektiv ist aber was anderes hier. Ich habe keine Munition mehr. Lauf, 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 lauf. Oh. Ah ja, moin. Hallo. Lauf! Wo ist der? Ah, burning mother! Oh. Entschuldigung. Was ist hier los? Oh, das ist gut. Keine mit. Scheint den Willen nicht zu interessieren, ne? Ja! Ja! Ich hab dich! Okay. Okay, ich hab ihn nicht. Okay, er teilt sich. What the fuck? Piss dich. Aua! Aua, aua! Aua, 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 aua! Aua! Oh Mann! Oh ey, da denkst du, ich hab ihn, weißt du, feier das voll und dann passiert dann sowas, ey. Ja moin, ey. Danke für die Scheiße. Scheiße, wie, ey! Oh. Ah, fick dich. Oh, oh, aua! Toll, dann dreh ich um und ist verwandt da, ey, moin. Ey, wie krieg ich den denn gekillt? Fick dich. Ja, take it up. Oh! Wir sind schon ein bisschen am Sack. Jetzt will ich nicht noch mal. Hui. Muss hier irgendwo rausgehen. Was ist mit diesem anderen Knuspervieh? Ist das weg? Boah, Leute. What the f... Hui. Sehr schön. Nice. Emergency, Surgery, Emergency Room, ich würde hier gerne raus. Ich will hier weg. Supplies. Alter, was war denn das für ein Vieh, bitte? WTF? Puh. Ich bin fertig mit der Welt. Ernsthaft. Wie komm ich denn jetzt hier raus? Ich will hier raus. Och nee. Da geht's raus. Ey, du hässliches Etwas. Okay. Ja,
Genau, mach das sofort, Chris. Na toll, da muss ich auch noch lang. Ach komm! Ich such den Ausgang. Ah, oh, Exit, da steht's auch noch. Ist das hier der Reiseführer oder was? Bringt mich das jetzt hier zum Ausgang oder was? Ich sag ja, das ist wie bei Alien, ey. Ja, genau, so jetzt hier rumkriechen, wo diese Viecher sind. Ganz großes Kino. Tolle Ideen. Dinge, die ich unbedingt brauche. Fick dich, du. Hallo. Oh. Alter, stirbt das auch mal? Au. Anscheinend nicht. Wie stirbt das Ding denn? Ich will wissen, wo der Axel ist. Ich will eigentlich gar nicht mit dem Vieh kämpfen. Da ist der Axel. Hä? Piss dich! Aua. Aua! Was war jetzt? Was? Bin ich jetzt gestorben? Ach, gerade Tatsache, ne? Ja, pff, geil, ne? Aua! Keine Messer mehr, oder? Ich will das gegen das Teil nicht kämpfen. Komm, 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 ganz schnell. Komm her, du Pissflitsche! Ja. Was war das? Na, verfickte Scheiße. Ja, da sagst du was. Verfickte Scheiße, genau. Meine Wortwahl. Alter Schwede, was ist denn hier los, ey? Wehe, will nochmal irgendeiner durch ins Krankenhaus gehen. Der kann alleine gehen, ey. Ihr wollt ins Krankenhaus? Bitte, da ist die Tür. Rein da. So, jetzt müssen wir erstmal hier... Komm, hier gibt's doch bestimmt irgendwas, dass ich mich hier wieder aufmunitionieren kann, oder? Bitte. Hm, ein paar Tote, aber mir auch nicht. Ah ja. Pumpgun-Munition, gefällt. So. Oh, ne, halt, das wollte ich nicht. So. Brandmunition stellen wir auf jeden Fall nochmal her. Zack. Messer stellen wir auch nochmal her. Alter, jetzt bin ich hier wieder voll am Start.
So, Freunde der Sonne. Jetzt will ich hier raus. Ah ja, moin. Nochmal Pumpgun Muni. Weißt du, jetzt habe ich hier Pumpgun Muni wieder bis die Schwarte kracht, oder was? Okay. Mal auf die Scheiße. Ich will hier raus, ich habe keinen Bock mehr. Na toll, jetzt bin ich schon wieder im scheiß Parkhaus. Och nö. Ich schaue, so glaubt mir doch kein Mensch. Warum habe ich das Gefühl, dass ich hier noch nicht aus der Nummer raus bin? Achso, ne, hier bin ich hergekommen, ne? Oh ja. Take this. Oh, da liegt eine Münze. Mach mal auf, der die Hütte. Hawaii! Sehr schön. Oh, Tageslicht. Das ganze Schraumgelumpe mit. Alter Schwede, was für ein heftiger Abgang hier. Junge, Junge, Junge. Tageslicht, sehr schön. Lampe aus. Hoffentlich geht's Yara gut. Ja, die Hauptsache, die macht sich Sorgen um die anderen, so, weißt du? So, sind die ganzen Autos hier weg, oder was? Ah, oh, Mann, Junge! Alle suchen nach dir. Was hast du gemacht? Gar nichts. Ich hab dort gespielt. Du solltest doch da bleiben. Es ging nicht. Deine Freunde sind hier überall. Hast du die Sachen? Ja. Jetzt sollten wir machen, dass wir hier wegkommen. Hey. Geh nach. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Läuft auf jeden Fall. Boah, endlich. She's eternal. Okay. Da sind wir wieder. Sehr schön. Und wir mussten den Weg nicht zurücklatschen. Welch ein Glück. Na, Dorby. Hey, willst du sie streicheln? Ist okay. Wenn Hunde mich nicht anfallen, finde ich sie auch süß. Fertig. Das Baby ist da. Du kommst jetzt zu ihr, wenn du willst. Kommt sie wieder in Ordnung? Ja, kommt sie. Hey. Es sind nur Kinder. Ich weiß. Was ist mit uns passiert?
Vielleicht haben wir aufgehört, nach dem Licht zu suchen. Gehen wir ins Krankenhaus. Vielleicht. Da kannst du nach Licht suchen. Ich werde mal nach dem Mädchen sehen. Okay. Das ist schon krass, ne? Hat sie die eigentlich ohne Betäubung da operiert? Wahrscheinlich, ne? Okay. Ist jetzt wieder ein Traum? Auf jeden Fall ist der Alarm nicht an. Gehen wir mal gucken, ne? Wahrscheinlich ist jetzt hier alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da steht der Papa. Seattle, Tag 3. Lass mich raten, es fängt schon wieder mit Story an. Okay. Da sind wieder die Oberarme. Bam, Junge. Oberschenkel. Ach, krasse Aktion. Guck an. Sie ist im Aquarium und die ist mal angezogen. Owen? Ich bin's nur. Warum bist du noch wach? Ich hab Yaras Verband gewechselt. Unglaublich, wie gut sie sich hält. Naja, Scars sind hart. Worüber streiten sie sich? Löffel nicht weg aus Seattle. Owen hat gesagt, sie können mit nach Santa Barbara. Das ist typisch Owen. Ich dachte, du hättest ihm das inzwischen ausgeredet. Eigentlich werde ich mitgehen. Aber nicht, wenn du mitkommst. Was? Ihm kannst du vielleicht was vormachen. Aber mir nicht. Oh. Ich mache niemandem was vor. Isaacs Topscar-Jägerin entdeckt plötzlich ihr Herz. Und das hat nichts mit Owen zu tun, ja? Ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Du bist echt scheiße, Abby. Okay. Warst du schon immer. Du kannst mich mal. Du willst den Kindern was Gutes tun? Dann lass sie in Ruhe und verarsch sie nicht auch noch. Das war ein Schlag ins Gesicht. Das ist halt, wenn man, ne, die Gefühle da und hin und her und, ah ja, moin, läuft auf jeden Fall.
cooles Shirt. Bist du okay? Was macht der Arm? Also, es ist besser als heute Morgen. Hat Lev sich beruhigt? Das wird er noch. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Er war ziemlich sauer. Klar. Er ist da lang gerannt. Okay, ja, dann werden wir den mal suchen gehen müssen. Aber das werden wir in der nächsten Folge tun. Ich mache jetzt hier mal ein Folgenende, weil das ist jetzt so langsam reicht. Mein Herz pumpt bis zum geht nicht mehr. Das Ding ist, ja, wir haben jetzt zwei Baustellen. Da müssen wir Lev suchen. Und auf der anderen Seite ist, wie heißt die? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ziemlich sauer auf uns. Kein Wunder, wenn man ne, sich vor Owen stellt und ne, nichts anhat und ne, was wir so gesehen haben. Und die Gefühle so ein bisschen im Spiel sind, ist natürlich ein bisschen schwierig, die ganze Situation. Naja, egal. Kriegen wir alles hin, hoffe ich. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. War ein bisschen actionreich wieder und ja, Herz ging auf jeden Fall gut. Und ja, mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Und ja, gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen, gerne auch ein kostenloses Abo und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.